Und damit ein herzliches Hallöchen, ihr lieben Monsterjäger und Jägerinnen, zum heutigen Part von Monster Hunter World. Vergesst bitte nicht am Ende des Videos das Video zu bewerten, zu kommentieren, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Hoho! Coole neue Rüstung, wenn ich mal das so sagen darf. Sieht ja mega stylisch aus. So, ich kann ja nicht rennen, alles klar. Oh. Pass auf, wo du hintrittst. Das solltest du wohl eher. Okay, was haben wir hier? Pfefferschote. Nett. Daraus mache ich Heißgetränke. Alles klar, dann... Aus diesen Pfefferschoten können wir ein Heißgetränk herstellen, um die Kälte zu besiegen. Habe ich doch schon. Habe ich doch alles schon gemacht. Ein paar Steine noch mitnehmen. Da vorne wird es viel versprechen. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Alter Falter. Oh, die kenne ich noch aus Monster Hunter Freedom Unite. Boah, wie schön. Alter. Ein Pepe. Ach ja, Pepe hießen die. Stimmt, genau, so hießen die. Oh, ein schöner Pepe. So friedvolle. Die sind also hier. Ja. War doch klar. Alte Kerben. Dann erstmal untersuchen. Okay, nice. Weiter geht's. Schön hier alles, alte Fußspuren, alles schön untersuchen. Irgendwo müssen wir ja die Legianer, sag ich mal, finden. Die Pepe lassen wir schön in Ruhe hier. Die sind ja nett. Diese Spuren sehen aus wie Flossenabdrücke. Ich habe ganz ähnliche in der neuen Welt gesehen. Okay. Das beunruhigt mich jetzt aber schon ein bisschen. Eines großen Monsters. Und was für ein Monster? Pfefferschoten, kann ich noch ein paar Heißgetränke sammeln. Oh, okay. Sieht nach einer Lichtung aus. Schauen wir uns das an. Eine weitere Spur. Gut. Toter Pepe, beziehungsweise ein eingefrorener Pepe. Ein Pepe? Okay. Sharknado und das jetzt im Schnee. Das wird ja spaßig. Ein Beototus. Oh, mein Freund, sag bitte nicht, dass ich dich jetzt töten muss. Was? Warum? Ach, sag bloß. Ach, schön. Ja, wie? Wie locke ich denn das gute Monster aus dem Schnee? Oha.
Ich hätte vielleicht vorher mal was essen sollen. Okay, halt mal. Wo ist mein... Jo. Mein Mäntelchen an. Okay, also alles bekannte Sachen. Ja, dann hauen wir mal ordentlich rein hier, Beotodus. Ja, gebrochene Teile, ja, komm schon. Hast keine Chance gegen uns. Und wisst ihr, was ich kann? Hier, guck mal. Tja, nice. Damit hättest du jetzt nicht gerechnet, oder? Aua. Okay. Warum ist eigentlich mein Lebenskraftmantel schon wieder komplett aufgebraucht? Kann mir das mal jemand verraten? Ich habe doch noch gar nichts damit gemacht. Efeu. Wir sammeln ein bisschen Efeu. Ich kann nicht mehr rennen. Und ich habe die Eispest. Ich habe ein Problem! Okay, hier, komm schon. Wie gefällt dir das, hä? Nimm das. Oh, weg. Na, oh, verdammt. Okay, weißt du, was wir machen? Wir machen Folgendes. Wir schlürfen jetzt gleich mal einen Maxi-Trank. Und zwar jetzt. Das war bitter nötig. Das war wirklich bitter nötig. Ah, Mist, ich bin benebelt. Komm schon, halte durch. Danke, Maya, danke. Oh, meine Katze hat ja auch ein nettes Outfit an. So, jetzt hauen wir so eine Mega-Panzerhaut rein. Dann nehme ich mir hier die Stechkapsel. Oha! Megatrank. Komm schon, schlürf ihn. Der Beotodus hat hier halt einen wirklich irrsinnigen Vorteil. Also, da muss ich... Alter! Okay, was ist denn jetzt zum Teufel... Vitae, sehr gut. Der Erik ist gerade dazugestoßen, das ist sehr nett. Wir hören ihn jetzt zwar nicht, aber er wird mir wohl helfen. Oder er ist einfach nur... Na, in der Mission ist er, glaube ich, nicht beigetreten, aber... Er unterstützt mich in meiner Online-Sitzung. Immerhin, moralische Unterstützung, da freue ich mich drüber. Jawohl, gebrochene Teile, ich glaube, ich habe sein Horn zerstört oder so. Okay, hier, Beotodus. Wie... Ah, Mist. Was hältst du von einer Stechkapsel, hä? Komm schon, ich will den haben. Okay. Mein Freund, wie schaut's aus? Du bist ein nerviger kleiner Kollege, das muss ich dir mal lassen. Aber so langsam gehst du mir tierisch auf den Pisser. Oh nein, hast du ein Glück. Es ist jetzt schlussendlich gut. Jawohl, jetzt habe ich dich mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit mir nämlich nicht, mein Freund. Mit mir nämlich nicht. Vielleicht doch. Ja, Maya, mit der Dings kommst du ein bisschen spät. Jawohl, noch einen schönen Hornangriff. Sehr nice. Ausgewichen noch. Hulra, die Waldfee. Und hier ein Kombo-Angriff. Jawollo. So lobe ich mir das. So kann es gerne weitergehen hier. Und weiter geht's. Immer rein in den Schlund. Jawollo. Flüchtet er jetzt schon wieder oder was? Na, er sprüht sich wieder oder beklebt sich wieder mit seinem Schnee. Nicht mit mir, ja. Ich habe die Schnauze voll damit. Jawollo. Und noch ein Kombo. Jawoll. Ach Mist, hättest du jetzt nicht geschrien, dann hättest du jetzt ordentlich einen Arsch versohlt gekriegt. Und hier noch so ein Kombo-Angriff. Alle, hoppala. Da tut die Birne weh, oder? Jawohl, und noch ein Angriff. Jawollo. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's richtig hier bei mir. Und 1A. Und wieder hoch in die Lüfte. Da freut sich das Tier. Und jetzt wieder ein Elan-Klingenangriff hinterher schmettern. Verdammt, hast du ein Schwein? Du Schweinebacke.
Und immer weiter auf die Füße. Immer weiter auf die Füße. Das Ding muss doch jetzt langsam mal hier... Das muss doch keinen Bock mehr haben. Wir hauen uns noch einen Drang rein. Ich nehme die Stechkapsel mit. Und dann mache ich mal Folgendes. Wie gefällt dir das? Stechkapsel rein. Schaden drücken. Oh, komm schon raus da, ey. Ich habe keinen Bock, dass du dich mehr mit irgendwelchen Schnee einschmierst. Elan-Kling-Angriff. Los geht's. Boah. Das war heftig. Das war heftig. Kann ich meinen Lebenskraftmann da schon wieder benutzen? Nein, kann ich nicht. Okay. Nein, 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 nicht. Maya, komm schon. Hau mir doch eine... Du wolltest mir doch gerade eine Vitalitätswespe drücken, Maya. Dann halt nicht. Okay, komm schon. Beotodus. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen noch richtig aus und habe ihn nicht schon wieder vergessen. Kann bei mir manchmal vorkommen. Habe ich dir jetzt eine Flosse gebrochen? Das tut mir aber gar nicht leid, du Mistvieh. Ich meine, cool aussehen tust du. Aber ich hasse dich. Ich habe noch was gebrochen. Dein Schwanz oder so. Pepes, geht aus dem Weg. Toll. Was seid ihr bloß, blöde Viecher? Okay, mein Freund. Dann Tschüssikowski. Ich bin drauf auf ihm. Jetzt die letzten Kräfte zusammennehmen und das Vieh nochmal ordentlich lahmlegen. Komm schon, ich stech dir in den Rücken. Jawollo. Gib alles. Yeah. So, mein Freund. Hier. Noch mehr gebrochene Teile gefällig? Dann hier. Und jetzt, komm schon, voller Elan-Klingstoß hier. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt stirb endlich. Und nimm das! Der muss doch jetzt draufgehen. Oh, das ist nicht die Möglichkeit, Alter. Was hält der nur aus? Das gibt's einfach nicht. Also der ist echt übel. Ich hatte noch nie so ein... Ich meine, gut, es ist das neue DSI, aber müssen die Monster ja auch ein bisschen schwieriger sein, sonst wäre es ja langweilig. Komm schon. Och, Beotodus, jetzt gib dich doch einfach endlich geschlagen hier. Das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Da, jetzt. Du hast dich gerade schlafen gelegt, weil du keinen Bock mehr hattest gegen mich. Jawohl! Alter Finne. Das war nicht ohne. Das hat jetzt... Also, ich nehme jetzt seit 42 Minuten auf. Mal sehen, wie ich das schneide, dass ihr ein interessantes, nicht so ganz so langes Video habt. Ich meine, zwischendrin kann ich ja im Kampf ein bisschen was rausschnippeln, aber trotzdem ist das jetzt hier nicht ohne gewesen. Also, ich habe auch sehr viele Heilungsmittel und so verbraucht. Aber gut, ich glaube, unsere Rüstung ist jetzt auch hier in dem Iceborne DSC wohl nicht die beste, wenn es jetzt hier einen Meisterrang etc. gibt. Okay, schließe die Expedition ab. Es sollte ja eigentlich kein Thema sein. Ich kann ja quasi aktuell sagen, von Expedition zurückkehren. Hui, hat doch gut funktioniert. Also, hätte ein bisschen schneller gehen können, aber hat gut funktioniert. Ich glaube, ich hatte auch nicht die perfekte Waffe. Ich habe persönlich aber auch damit gerechnet, dass wir gegen... irgendeinen Drachen oder so kämpfen müssen. Deshalb habe ich mal meine Nergigante-Waffe mitgenommen. Aber gut. Sollte so nicht sein. Beotodus Stufe 1 haben wir schon mal bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Der Beginn einer neuen Expedition. Ein paar Errungenschaften haben wir gekriegt. Zwei neue Galerien und Zwischensequenzen. Easy going. Das läuft sehr gut bislang. Platz zum Landen.
haben uns gesehen. Gute Arbeit. Die Basis wächst und gedeiht. Die Legianer sind hier? Ja, wir fanden Spuren. Ganz zweifellos. Wir müssen diese Untersuchung intensivieren. Davor stellen wir unser Basislager fertig. Versammelt euch zum Rat. Wir müssen einiges besprechen. Jawohl. Aufregend. Es ist eiskalt. Lasst mich euch erneut für eure gute Arbeit bei der Erkundung danken. Bitte, bitte, kein Problem. Der Ort, den ihr gefunden habt, ist perfekt. Ihr beide habt euch selbst übertroffen. Da die Grundlagenarbeit erledigt ist, müssen wir unsere Verteidigung sichern, bevor wir die Legianer-Untersuchung intensivieren. Ich habe schon eine Eilanfrage für Baumaterial nach Astera geschickt. Der Transport wird in ein paar Tagen bereit sein, hierher zu segeln. Aber natürlich haben wir es hier mit unerkundetem Gebiet zu tun. Und es gibt keine Garantie, dass der Transport nach der Anlandung einen sicheren Weg finden wird. Der Landepunkt ist ziemlich weit von der vorgeschobenen Operationsbasis entfernt. Deshalb möchte ich, dass du die Umgebung untersuchst. Vorgeschobene Operationsbasis und die Umgebung. Das klingt irgendwie nicht besonders prägnant. Mal sehen. Wie wäre es, wenn wir diese Basis Seliana nennen? Und die Umgebung nennen wir Raureifweite. Seliana? Das ist ein wunderbarer Name, Kommandant. Gut. Dann möchte ich, dass ihr beide eine Expedition in die Raureifweite unternehmt und dafür sorgt, dass der Weg sicher ist. Ich vertraue darauf, dass ihr euch um mögliche Bedrohungen da draußen kümmert. Das ist außerdem eine gute Gelegenheit, euch mit dem Gebiet vertraut zu machen. Seid vorsichtig und vergesst nicht eure Kaltwetterausrüstung. Viel Glück da draußen. Wir müssen jetzt den Versorgungsweg zur Basis sichern. Okay, jetzt ist erstmal eine Menge zu tun. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall wieder. Ich muss mal sehen, wie ich das jetzt geschnippelt habe und was ich mir so einfallen lassen habe. Auf jeden Fall, in der Zwischenzeit werde ich hier mal mit den ganzen Leuten reden und mal gucken, was die so angeben. Für euch sind ja die Hauptquests, sag ich mal, das Wichtige, das Schöne, dass ihr alle Monster einmal seht. Ich brauche ja mit euch jetzt hier nicht jeden hier ansprechen und fragen, was die so zu tun haben. Wir gucken uns in der nächsten Folge auf jeden Fall mal so ein bisschen hier die neue Basis an. Gucken uns die Raureifweite mal ein bisschen genauer an. Also ihr könnt sehr gespannt sein. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dato. Macht's gut. Haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst das Liken, Kommentieren, Abonnieren nicht. Und bis dato. Tschüssikowski und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüssikowski.